Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Daily Shop, der Serie, in der ich euch jede Nacht den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Am Ende des Videos löse ich dann noch das große Gewinnspiel auf, was ich hier gemacht hatte, also bleibt da unbedingt dran. Kommen wir aber jetzt erstmal zum heutigen Fortnite Shop, wo wir auf der linken Seite erstmal weiterhin den Reflex-Skin drin haben, diesen Nvidia-Skin und es gibt auch noch einen neuen Emote, nämlich den Wackelquatsch für 500 V-Bucks hier auf der rechten Seite. Auch den werde ich euch natürlich gleich zeigen. Fangen wir aber wie immer schnell auf der linken Seite an. Ich muss heute ein bisschen leiser sein, ich kann heute nicht so laut drehen. Ich denke aber, wir bekommen das natürlich trotzdem hin. Fangen wir also auf der linken Seite wie immer an. Da haben wir weiterhin heute den Reflex-Skin drin, diesen Nvidia-Skin, der eigentlich Nvidia-exklusiv war. Zumindest kam das immer so rüber. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so dastand, dass der Nvidia-exklusiv ist. Jedenfalls kann man ihn heute auch noch weiterhin im Fortnite-Shop kaufen. Dazu gibt es auch noch die weibliche Variante, den Instinct-Skin für ebenfalls 1200 V-Bucks. Und wir haben auch noch die Hacke und den Gleiter drin. Das ist einmal die Winkelhacke für 500 V-Bucks. Mit diesem Sound und dazu noch den Drehpunkt für 800 V-Bucks. Ja, insgesamt auf jeden Fall ein ziemlich cooles Set. Ich kann halt besonders die Skins empfehlen, halt besonders den Reflex-Skin, dass man sich den holt. Wer weiß, ob der noch jemals wieder zurück in den Fortnite-Shop kommen wird und dann ist es natürlich nice, einen eigentlich so teuren Skin hier gekauft zu haben. Dann kommen wir schon zum nächsten Slot. Dort haben wir heute weiterhin dieses Fluchtpunkt-Set drin. Das ist einmal der Überholer mit seinem Backpack hier. Dazu dann noch der weibliche Skin, der immer ein bisschen verbuggt war. Da hat irgendwie der Kopf so gefehlt. Den haben sie inzwischen nachgepatcht und der Backpack ist so relativ ähnlich wie der vom männlichen, also hier so ein Schwert auf einem Rucksack. Dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wenn euch meine Daily Shop Serie hier gefällt, dann lasst mir gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Mal schauen, ob wir heute wieder die 3000 Likes knacken. Also ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann fangen wir schon an mit dem Einsichtsskin. Wir laden heute die Skins ziemlich lang, oder? Wenn man draufklickt, beim ersten Mal lädt irgendwie die linke Seite ziemlich lang. Dann haben wir heute diesen Sniper-Skin drin. Ich mag ihn leider gar nicht. Habe ihn mir zwar geholt, aber nur um ihn euch zu zeigen. Sonst hätte ich ihn mir wahrscheinlich eher nicht gekauft. Also die V-Bucks würde ich also eher sparen. Dann haben wir noch den Libre-Gleiter drin, den ich ziemlich cool fand wegen diesen riesigen Flügeln. Schaut wirklich ziemlich cool aus, kann ich also durchaus empfehlen. Und da kommen wir schon zum Highlight des heutigen Tages und zwar zum neuen Emote. Er heißt Wackelquatsch und kostet 500 V-Bucks und so schaut er aus. Ja, das ist der neue Emote. Ich finde den Dance eigentlich ganz lustig gemacht. Die Musik könnte vielleicht sogar noch ein bisschen krasser sein, aber insgesamt würde ich sagen, gefällt mir der Emote auf jeden Fall. Und deswegen werde ich ihn mir noch jetzt direkt hier mal holen. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr den neuen Emote so findet und insgesamt, ob ihr den Shop heute eher top oder eher flop findet. Ihr könnt wie immer natürlich auch oben rechts abstimmen, wie ihr den heutigen Shop überhaupt so findet. Meine Nase ist irgendwie so ein bisschen zu. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Das kann ich gerade absolut gar nicht gebrauchen. Da kommen wir schon zum nächsten Slot. Dort haben wir erstmal die Hackspitzhacke drin vom Zielset. Da haben wir heute die Hacke drin für 800 V-Bucks. Das ist leider das einzige Item gewesen, was in diesem Set nicht kostenlos war. Der Backpack und der Skin, den gab es ja, glaube ich, for free durch diese Challenge. Und ja, diese Hackhacke muss man leider jetzt kaufen. So hört sie sich an. Ja, ist auf jeden Fall ein nicer Sound, kann ich also sehr empfehlen. Die Hacke schaut auch eigentlich ganz cool aus. Also, ja, 800 V-Bucks gehen dafür auf jeden Fall klar. Dann haben wir noch den Twist-Emote drin für 500 V-Bucks. Ja, für 500 V-Bucks finde ich den eigentlich auch in Ordnung. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir dann die Dominatoren drin für 800 V-Bucks. Ich muss sagen, ich finde den Skin jetzt nicht so heftig. Also ich würde ihn, glaube ich, eher nicht empfehlen. Da gibt es deutlich geilere Skins für 800 V-Bucks, die man sich da holen kann. Ist zwar kein schlechter Skin, aber ich will jetzt nicht sagen, dass man sich den unbedingt holen muss. Wenn er euch aber gefällt, dann kann man damit auf jeden Fall nichts falsch machen. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, stimmt mal rechts um ab, wie ihr den heutigen Shop fandet. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu hier auf meinem Kanal seid, dann könnt ihr auch gerne noch ein Abo da lassen. Und wie immer auch unbedingt die Glocke aktivieren. Auch für all die Leute, die hier schon länger dabei sind, aktiviert unbedingt die Glocke, um hier keine Videos mehr zu verpassen. Ich lade wirklich jeden Morgen hier dieses Shop-Video hoch. Also falls ihr mal wissen wollt, was so Neues im Shop drin ist, dann aktiviert unbedingt die Glocke, um hier keine Videos mehr zu verpassen. Und wie immer könnt ihr mich natürlich auch noch gerne als Creator eintragen. Einfach nur Snoxy hier in dieses Feld reinschreiben. Snoxy mein Kanal heißt und ein kleines Insign dran, einfach hier in dieses Feld eintragen und auf Annehmen klicken. Ich mache ja auch immer ziemlich krass Verlosungen für all die Leute, die mich halt so heftig mit
dem Creator-Code hier unterstützen. Und da habe ich ja auch bis gestern Abend, habe ich ja noch eine große Verlosung gemacht. Und zwar habe ich da 20 mal 1000 V-Bucks verlost. Und die Gewinner werde ich jetzt mal alle nacheinander einblenden. Ich habe von all den Gewinnerkommentaren auch ein Screenshot gemacht, sodass ich die euch jetzt hier auch direkt zeigen kann. Das ist einmal der liebe Chorus, der Fortnite Jason Niemann, der Jackie, der Kiki, der Lolobau, der Lul Tentrox, der Matthias, der Niklas, der NoJack, der Potsian Grey, der ProG, der Rotspam Expert RU, der Sebastian Reek, der Simon Lull, der Space Cookie, der Surfs Monkey, der Creeks, The Unspokens, Tony Gaming und der X-Snipes X322. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr habt jetzt jeweils 1000 V-Bucks gewonnen. Und keine Sorge, falls ihr nicht gewonnen habt. Ich werde auch die nächsten Wochen immer weiterhin coole Gewinnspiele machen für all die Leute, die Snoxia als Creator eingetragen haben. Also keine Sorge, falls ihr jetzt bei diesem Gewinnspiel nicht gewonnen habt. Und an die Gewinner, bitte meldet euch mal bei der E-Mail-Adresse, die ihr unten in der Videobeschreibung findet, zur Verifikation, dass ihr halt die Echten seid und den Code, dann den Gewinnercode. Und da wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß damit. Und ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönes Video, ein schönes Wochenende und ja, da würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder zum nächsten Daily Show. Bis dahin, macht's gut und rein. Tschüss!